Willkommen zu Gears of War 4. Lange erwartet, schon richtig drauf hingefiebert, die ersten drei Teile alle gespielt, durchgezockt und geliebt. Sogar Judgment war ganz gut, fand ich jedenfalls. Und wir starten jetzt mal mit der Kampagne. So, wir spielen auf Normal. Ja, die Trailer versprechen ja viel, vor allem grafikmäßig und so schaut das ja, oder hat es ganz gut ausgeschaut, oder richtig gut. Mal gucken, ob sie das Gears-Feeling beibehalten können. Willkommen zurück. Am heutigen Tag hat Ministerpräsidentin Jin in Uafira an das Ende des Locust-Krieges vor genau 25 Jahren erinnert. Heute werden wir geehrt durch die Anwesenheit zweier Generationen von Männern und Frauen, die jeder Gefahr getrotzt haben. Die Schlachten bestritten haben, die uns heute ausmachen. Darunter auch der wohl wichtigste Einsatz der Pendulumkriege. Ashford 4. Santiago! Ich spare mir die motivierende Ansprache, Private. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Sir. Dann los, gehen wir's an. Ihre Türme aus, behindern ihre Kommunikation und überfallen das Labor. Die Führung will den Hammer, dann soll sie ihn auch bekommen. Alles klar, dann los! Und das macht doch schon Lust auf mehr. Bewegung, Gears! Wir haben nur einen Versuch, um die Pläne da rauszuholen. Und das Rennen ist auch noch genauso geil wie den ersten. Also ich denke mal, die ganzen Mechaniken haben sie beibehalten. Guter Schuss. Die Waffen sind auch ziemlich bekannt. Na, kriegen wir den irgendwie? Jawohl. Schnell! Ja, komm. Jawohl, Bein weg. Zack. Mach weiter, der Turm ist da vorn. Das ist für mich. Na los, der Major wartet schon. Ja gut, Rennen, Springen und das Hüpfen über die Hindernisse, das ist alles noch gleich. Also Steuerung haben sie beibehalten. Verdammt, sie haben sich verschanzt. Versucht sie zu flankieren. Jawohl. Die Waffe fühlt sich auch gut an. Hat das jemand gesehen? Kopfschuss. Mach weiter, der Turm ist da vorn. Das war wirklich nötig. Lena, Green One, nähern uns dem Streichholz. Verstanden, Green One. Unser Fluchnummer sind das bescheuerte Codename. Okay, platziert die Ladung am Turm. An dem da, hm? Jo. Ladung platziert. Kleiner Streichholz entzündet. Verstanden. Wir zünden unser Streichholz an in 3, 2, 1. Und der kippt dann nicht auf uns, oder? Nee. Das Labor ist hinter diesem Sicherheitstor. Vorwärts!
MG-Nester! Wir teilen uns auf! Ihr zwei geht nach links! Sie haben uns zur Deckung! So, immer Pause. Hey, der Mischer zählt auf uns. Los, hoch da! Das hat den Einkessel vorrücken. Okay, da nochmal kurz und dann müssten wir es eigentlich schaffen bis da hinten hin. Und rein damit. Gut, jetzt durch diese Tür da und entschuldigt die Unordnung. Schick. So, haben wir wieder Granaten. 4 Stück haben wir. Ihr zwei, ihr habt die Sicherheitscodes. Überbrückt das Tor. Machen wir doch. Komm schon, Mann. Und damit geht dieser Überfall offiziell los. Bewegung! Okay, ihr wisst, wie es läuft. Die Wachen eliminieren. So, was haben wir hier? Die Pläne holen, dann nichts wie raus. Was macht dieser Hammer der Morgenröte? Knäscher, Splittergranaten. Wenn wir unsere Arbeit machen, werden alle Systeme gelöscht und die Indie-Forscher erhalten ein wirklich einmaliges Angebot. Okay, sind drin, dann los! Da ist das Labor, holt sie euch! Eröffnet das Feuer! So, komm her. Komm, zeig dich. Jawohl. Treib sie zurück. Okay, wir sind drin. Stoßen wir zum Major. Na los! Also das Rennen und das Hüpfen, das macht wirklich Spaß. Ich erwisch mal. Ah, doch nicht. Schön, dass Sie noch leben, Private. Ebenso, Major. Eliminieren Sie diese Reddienste, damit ich vermute, so hinter uns bringen können. Ja, schön, dass wir noch leben. Was denkt ihr denn von uns? Indies! Wir kommen vom Labor! So, friss das. Ja. War nicht so wirkungsvoll. Der war gut. Komm, nächste. Der nächste! Rein für mir! Der nächste, bitte! So, da habt ihr's. Du auch noch? Was hatte der an? Superpanzer oder was? Labor gesichert, Major. Das Sie, Private. Holen wir uns die Pläne. Das ist auch noch die kurze Musiksequenz, wenn alle Gegner besiegt sind. Jetzt bin ich echt sauer. Das Labor wird uns nicht hineinbitten, Gears.
Aus dem Weg, Private! Diese Indie-Wissenschaftler sind uns wohl nicht gerade freundlich gestimmt. Bruce! Sei so nett und öffne diese Tür. Gears, hergehört! Sind wir in 10 Minuten nicht raus, brecht die Mission ab und verschwindet. Okay, Santiago, treffen wir unsere neuen Freunde. Bin direkt hinter Ihnen, Major. Indy, linke Seite! Halte sie zurück! So, wir müssen ja jetzt den Rücken frei halten, ne? Jawohl. Wie viel sind es denn noch? Da noch einer? Zentrale! Paket ist gesichert! Cleaner, für Marlin Abzug zum Strand vorrücken. Was war das? Mörser! Warte, da kommt ein paar Mörser! Dann sollten Sie sich beeilen, Major. Auf zum Strand! Los, los, los! Los, nichts wie aus hier! Oh oh. Komm, renn! Vielleicht im Zickzack? Die Boote sind gleich da, Frau! Vorwärts! Gott, ich seh nicht mehr! Als mutige Vortruppen die Pläne der UUR für den Hammer der Morgenröte erbeuteten, sicherten wir das Überleben im größten Konflikt, der unsere Welt je erschüttert. Aber schon 2 Jahre später kam neuer Schrecken. Ein neuer Gegner. Ein neuer Krieg. Zentrale, Achtung! Leitet den Konvoi des Colonels um! Tag der Ankunft. Negativ, negativ, Zentrale. Das Haus der Souveräne ist Sperrgebiet. Corporal Kim, die ganze Stadt ist Sperrgebiet. Verstanden, Zentrale. Auf geht's, Gears. Wir müssen los, um Colonel Hoffmans Konvoi zu beschützen. Corporal, stehen unter Beschuss! Bin fast da, Zentrale! Was ist das denn? Scheiße! Das ist der Konvoi! Vorsicht, Vorsicht! Noch mehr von den verfluchten Dingern! Was zum Teufel ist hier überhaupt los? Ja, geile Viecher. Aber das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Jawohl. Aufrücken! Hilf dem Colonel! Was ist das? Hammer im Van, da vorne. Ja, da müssen wir erst mal drankommen. Oh, 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 oh. Wir haben den Hammer.
Satelliten bereit! Komm, Kumpel. Danke. Und? Geht er kaputt? Nochmal? Es zieht sich zurück! Gute Arbeit, Soldat! Dankeschön! Mehr von den verfluchten Dingern! Vernichtet sie! Hilfe! Mist, sind die Zähne! Da ist Muni. Hey. Wie oft kommt er denn noch? Der hat sich doch gerade zurückgezogen. Hat er nicht die Schnauze voll? Was zur Hölle sind das für Dinger? Wie heißen Sie, Corporal? Kim, Sir. Lieutenant Stroud und ich brauchen eine Eskorte. Gratulation. Sie sind der Glückliche. Colonel, wir müssen da rein. Jetzt. Ich habe den Code für die Tür, Colonel. Wie schön für Sie, Söhnchen. Sichern Sie die Treppe mit dem Hammer. Ich bin sofort zurück. Oh Mann, das ist übel! Ihr habt den Corporal gehört! Lasst die bloß nicht rein! Kommen direkt auf uns zu! Setzt den Hammer ein! Den Hammer! Oh Scheiße! Vorsicht! Bleib dich zurück! Bleib dich zurück! Wir brauchen Verstärkung, verflucht nochmal! So wird das nicht! Kämpft weiter! Lass uns den Schmerz erinnern, Scheiße! Das ist Wahnsinn! Lass sie nicht in die Nähe der Tür! Müssen wir die jetzt alles so einzeln wegmachen? Oh ja! Jawohl. Au, au, au. Oh Scheiße! Komm schon, Kumpel. Ich kümmere das! Bring das Ding! Dankeschön. Oh, was kommt da? Ja, kriegen wir noch? Ja. Wunderbar. Sehr schön. Da steht er noch. Noch eins. Tja, schade. Bei Anbruch der Nacht waren bereits Hunderttausende tot. Der Tag der Ankunft trug seinen Namen zurecht. Wie viele von euch war ich damals noch ein Kind. Es war eine dunkle, furchtbare Zeit. Und unser Sieg war keinesfalls ein sicherer. Siebzehn Jahre danach. Sani, hin oder her! Wir brauchen alle Mann auf der Mauer! Jetzt! Bringen Sie den Soldaten wieder auf die Beine! Alles in Ordnung. Okay, Gears, klettern Sie die Leiter hoch! Los, hoch mit dir! Wo zum Geier bin ich? Was haben wir da für eine? Okay. Hoch auf diese Mauer! Jawohl, wir haben unsere Motorsäge. Nutzt die Kette!
Kettensäge und dann verteidige die Mauer. Verdammte Scheiße. Wir müssen diese Mauer räumen. Erledigt sie. Hey, komm. Jetzt räumt den Innenhof frei! Lasst keine mehr hoch! Ihr müsst zielen! Schießt nicht daneben! Wo sind denn unsere Kumpels alle? Ach Scheiße, die sind überall! Sie hat aber ein klasse Haarspray, hä? Kommt schon! Lasst sie nicht hoch! Verdammt, da kommt immer mehr! Na, der geht doch nicht. Kommt schon, ihr! Haut sie um! Runter von meiner Mauer! Hilf mir, danke. Jemand soll sich hinter das Geschütz klemmen und den mal einheizen. Wo ist das Geschütz, Anna? Abkühlen. Oh, der nächste. Zurückziehen weg. Feuert weiter. Die eine sagt zurückziehen, er sagt feuert weiter. Oh oh. Unter der Führung von Marcus Phoenix. Ja, das wäre schön, den alten Haudegen mal wiederzusehen. Denn soviel ich gehört habe, ist er ja irgendwo im Spiel versteckt. Wie sehr wünschte ich, Sergeant Phoenix könnte heute bei uns sein. Jo. Haltet inne und gedenkt der Männer und Frauen, deren Opfer unser Überleben gesichert hat. Dank ihnen kämpften wir uns durch diese dunklen Stunden. Wir erleben eine neue Blütezeit. Die Welt, die die neue Kur erschuf, kennt keinen Krieg, kennt kein Leid. Eine Welt der Sicherheit, der Familie. Eine Welt ohne Krieg. Kommst du? Gib mir eine Sekunde. Wegen eines Schmetterlings?
Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Larve verpuppt sich. Im Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, JD. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. So, Kapitel 1. Jetzt überfallen wir eine. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Non-Cons begehen halt Überfälle, bis ihr zwei aufgetaucht seid. Und jetzt? Langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Oh, kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. Oh, scheiße, eine Sturmfront. Wir können uns in der Siedlung verschanzen. Alle zum Wagen. Los! Okay, wir machen eine Pause an der Stelle. Ja, beenden wir diese Folge. Ja, erster Eindruck. Ja, schaut genial aus. Ich finde es gut, dass sie die Spielmechanik beibehalten haben. Ja, das ist Gears of War Feeling im neuen Gewand. Finde ich gut. Und ja, bin richtig geil drauf, das weiterzuspielen. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich Servus und macht's gut.